Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, der DAX, der beendete gestern seine jüngste fünftägige Verlustserie. Er ging mit leichten Zugewinnen von 0,25% aus dem Handel. Allerdings waren die Umsätze recht dünn, da die Wall Street aufgrund eines Feiertages geschlossen war. Blicken wir nach Frankfurt an die Börse an dieser Stelle auf den heutigen Handelstag zusammen mit unserer Korrespondentin Sissi Heidmanek. Schönen guten Morgen. Sissi, wie wird der DAX denn heute erwartet? Aus den USA gibt es ja schon mal keine Vorgaben. Einen schönen guten Morgen. Ja, aus den USA gibt es keine, weil eben Thanksgiving gefeiert wird und heute Abend wird der Handel dort auch verkürzt deshalb stattfinden. Aber dafür haben wir jede Menge Vorgaben aus Asien und die sind tiefrot. Der Nikkei ist tief abgetaucht mit fast 3% aktuell. Hang Seng im Minus, Shanghai Composite deutlich im Minus. Ja, woran liegt es? Man sorgt sich nicht darum, dass es weitere Restriktionen nur wegen Corona gibt, sondern man schaut jetzt auf die neue Corona-Variante, die da aus Südafrika kommt, die einfach noch unberechenbar und noch ansteckender scheint, einfach mit vielen Mutationen. Das könnte die Wirtschaft natürlich deutlich weltweit wieder eindämpfen. Und deshalb sind die asiatischen Märkte abgetaucht. Und es sieht natürlich alles danach aus, als ob uns das heute mitreißen wird und es eben nicht zu einer Wende tatsächlich zum Ende der Woche noch mal richtig beim DAX kommt. Denn vorbörslich ist der DAX jetzt schon mit über 1,5% im Minus. Und das kann auch wirklich nicht verwundern, also wenn diese Virusvariante es tatsächlich schafft, sich auszubreiten. Und bisher war das ja häufig so, dann würde das die Wirtschaft in vielen Bereichen mitreißen. Vielen Dank für den Überblick, Sissi. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt wie gewohnt unsere Marktidee. Heute ist dies RWE. Die RWE-Aktie, die hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 einen Aufwärtstrend etabliert, der sie bis auf ein im Januar dieses Jahres verzeichnetes 10-Jahres-Hoch hinaufführte. Die anschließende Abwärtskorrektur ließ die Notierung des Versorgers bis auf ein im Juli gesehenes Tief bei 28,39 Euro absacken. Darüber konnte sie sich dann stabilisieren und der im gestrigen Handel verzeichnete Kursschub, der hält die technische Lage weiter auf. Wie es hier weitergehen könnte, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ansonsten gibt es die nächste Ausgabe von Ideas Daily TV am Montag. Bis dahin, schönes Wochenende, auf Wiedersehen.